Ja, moin Leute, oder guten Abend. Je nachdem, wann ihr hier zuschaut und herzlich willkommen. Zurück zu einem weiteren Survive-Stream. Einen weiteren Tag meiner Hölle. Ja, heute ist es im Sommer mal tatsächlich relativ kühl. Da dachte ich mir, komm, spiel mir ein bisschen Survive, solange es kühl ist. Weil ich stream zur Zeit Survive nicht so lange die 25 Grad Grenze überschritten wurde. Diese Grenze habe ich mir selber gesetzt. Weil VR und Hitze, das verträgt sich nicht so gut. Also beim letzten Mal sind wir hier in den dunklen Abwasserkanal geklettert, durften die Hölle durchleben, die werden wir noch mal durchleben. Ich rüste mich hier schon mal aus mit allem, was ich hier finden kann. Ich weiß gar nicht mehr, was in den Kisten drin ist. Ich muss erstmal in die Kisten alle reingucken. Bei Survive habe ich mir jetzt übrigens auch eine Regel gesetzt. Maximal nach 2 Kapitel mache ich Feierabend. Weil das mir auch ziemlich aufs Herz geht, das Spiel. Zumindest hier unten. Ich kriege jedes Mal einen halben Herzinfarkt, wenn die um die Ecke kommen. Nehme ich dich mit? Du hast zumindest eine Lampe. Lampen sind hier unten mehr wert als Rotlicht. Bevor ich jetzt irgendwo hinrenne, ich will erstmal die Karte sehen. Weil da muss ich raus. Das hier wollte ich einsammeln, das weiß ich. Dafür, ich zoome mal kurz da rein. Entweder hier rum, da wäre ein Safehouse. Da ist der Rucksack, also die Erweiterung. Die will ich auf jeden Fall einsammeln. Wo ist denn mein Upgrade? Das ist direkt hinter mir. Heißt, ich will noch nicht geradeaus durch, sondern ich will erst noch mal zurück und hier hinten da einsammeln. Wahrscheinlich in dem oder dem Safehouse. Ja, die Skins, die sind mir relativ egal. Die nehme ich mit, wenn sie mir über den Weg laufen. Mir wäre es lieber, wenn es dort ist, aber ich gehe eher davon aus, dort. Okay, wir wissen. Kann ich die Tür überhaupt öffnen? Nein, die kann ich nicht mal öffnen. Das heißt, irgendwie komme ich standardmäßig wieder zurück. Einmal kurz, damit die sich nicht despawnen. Also da kommen wir erst später irgendwie hin. Ich komme da nicht jetzt hin. Irgendwie werde ich da wahrscheinlich drehen können. Also ja, wir wollen geradeaus, bis wir in den großen Raum kommen. Wo müssen wir überhaupt zielmäßig hin? Das kriegen wir noch gar nicht angezeigt. Also das ganze Kapitel über verstreut werden wir sowieso durch sämtliche Kanäle hier unten wahrscheinlich wandern. Na gut. Ich hoffe, ihr seid da, meine lieben Zuschauer, um mir Trost zu spenden in meinen dunkelsten Stunden jetzt. Während ich durch Scheiße warte und dabei Matschböen verkloppe. A little bit of luck, you'll be out in no time. Let's see what the next step is. There's a way leading to the west exit. It's not too far. I'll send the position to your map and load up good. You might find a few wanderers along the road. Ich sehe übrigens genauso wenig wie ihr, falls ihr fragen wollt. Hallo? Ich hab dich doch gesichert, oder nicht? Der hat mir ins Gesicht gekotzt. Ach, jetzt kann ich zurück. Kann die Rotze mal vor meinem Gesicht verschwinden?
Aber schön, dass wir jetzt kotzende Zombies haben, die mir die Sicht versperren. Du warst eine große Hilfe. Wo war die Munition für dich? Ach, hier. Ja, dann gehe ich erstmal zurück und hole mir da das Upgrade, ne? Verdammt, daneben. Beim zweiten Mal habe ich getroffen. Sonst noch wer? Kurz Karte gucken. Hoffen, dass mich keiner besuchen kommt. Ja, ich würde davon ausgehen, dort. Heißt, wir gehen jetzt hier einmal geradeaus, biegen dann links ab von der Richtung in den großen Raum und gehen dort dann nach rechts. Zum Glück sind die hirntot. So, einmal links. So, jetzt rechts. Okay, ihr habt das Ding getroffen, was ich treffen wollte. Hi. So sehen Panikschüsse aus, Leute. Jetzt fall doch um. Danke. So, hier wollte ich jetzt rechts abbiegen. Und vom Tunnel her müsste ich dann genau da rauskommen, wo ich rauskommen will. Ich höre doch was. So, wo ist mein Büchlein? Da. Lernen wir endlich? Oh, Schalldämpfer. Geht doch. Endlich haben wir Schalldämpfer. Kann ich das auch hier drauf packen? Oh yeah. So, mal gucken. Oh, da haben wir die dicke, fette Gun. Nehmen. Lampe dran. Magazin mitnehmen. Kann ich alle Magazine mitnehmen. Aber ich kann einen Schalldämpfer drauf packen. Wo ist der Hebel da? Und ich kriege noch eine Machete geschenkt. Oder ich nehme einfach direkt eine Shotgun mit. Das funktioniert natürlich auch.
Hi, Leiko. Ich wollte nicht das Buch packen. Ich will immer noch nicht das Buch packen. Das will ich packen. Komm her, mein Schatz. Bin eine fiese, fette Fettsack. Ich komme nicht dran. Jetzt können Sie kommen. Shotgun mit Schalldämpfer. Schade, geht nicht. Das wäre der Dream gewesen. Hä? Hä? Hm? Wo? Hallo? Wo ist meine Shotgun hin? Hallo? Hallo? Wo ist meine Shotgun? Wohin hat die sich hin verkrümmelt? Hallo, komm zurück, mein Schatz! Ich hab's nicht so gemeint! Wo ist meine Shotgun hin? Meine Shotgun hat sich verabschiedet. Gibt's doch nicht. Okay, dann halt doch die Machete. Platz wenigstens für ein extra Magazin machen. Wenn sich meine Shotgun schon verpieselt. Den Rest Munition behalte ich für den Fall, dass ich vielleicht Glück habe und eine andere Shotgun finde. Die mich hoffentlich nicht verrät. Nicht vergessen, die Tür hier war jetzt die ganze Zeit offen. Okay, das hat aber keiner ausgenutzt. Gut. Ich müsste noch mal auf die Karte gucken. Okay, irgendwie versuchen jetzt gerade auszukommen. Links rum oder rechts rum? Ich würde sagen, rechts rum. Wirkt einfacher. Und da haben wir dann unser Taschen-Upgrade. Wo muss ich jetzt eigentlich storymäßig hin? Ach, nach unten. Okay, rechts, links und dann einfach durchwandern. Eventuell den Safe Room mitnehmen. Vielleicht habe ich ja Glück und da ist eine Shotgun drin. Nicht vergessen, dass die mich mittlerweile auch gerne ankotzen. Der ist sich nicht sicher. Ja, der Scheidämpfer bringt's. Ich hab gehört, dass was von hinten kam. Versuch, dich zu erlösen. Okay, vielleicht habe ich ja Glück. Und hier ist was Gutes drin.
Nope. Noch ein Bohrer. Und nochmal die Knarre selbst. Okay. Nichts im Angebot. Im Klo ist wahrscheinlich auch nichts. So, hier ist jetzt ein großer Raum. Laut Karte. Und hier müssen meine Taschen-Upgrades sein. Da drin nichts, glaube ich. Ich suche einen Rucksack, der rumliegt. Da drin könnte es auch sein. Ja, ich sehe Rucksäcke. Jetzt habe ich einen weiteren Inventarplatz. Danke! Kommst nicht rein. Nur für geladene Kunden. Ich kann da auch nicht durchschießen. Warum schließe ich nicht das eine Paket erstmal leer? An dem da. Mann, wie viele von euch kommen denn noch? Ah, ich kann doch durchschießen. Jetzt ist das Paket leer. Danke. Okay, kann alles mitnehmen. Das heißt, ich habe sehr viel Munition. Nein, da kann ich dann den Schalter einfach nicht dran packen. Aber die Shotgun ist allemal besser als das Schwert. Und das Teil kann ich ja behalten. Warte mal. Hab den Schalter einfach in mein Inventar gepackt. Kann ja jetzt nochmal gucken, ob da die richtige Richtung ist. Ich bin hier drin ja eh sicher. Ein Taschenupgrade habe ich ja jetzt. Ja. Ich kann entweder hier geradeaus durchgehen oder ich kann da vorne geradeaus durchgehen. Da muss ich aber auch den Geradeauskurs offenbar beibehalten. Bis ich den großen Raum sehe. Nur hier vorne muss ich dann abbiegen. Okay, ich sehe keine Laufkundschaft gerade. Dann mal weiter. Einfach geradeaus durch. Ich wünschte, ich könnte das Spiel heller stellen, ne?
Den ignoriere ich mal. Passt so. Hi. Ich hab gehört, dass du von hinten kamst. Ich hatte dich gerade irgendwie nur nicht erwischt bekommen. Ich hasse es, wenn die von hinten kommen. Den Safe-Room muss ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Jetzt nehme ich eventuell den Safe-Room mit. Warte mal, wo habe ich die Knarre hingeworfen? Muss ja nicht die Lampe wegwerfen. Schau, Feuerwehrmann. Man muss gefühlt echt jeden Safe Room nutzen. Look, 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 look. Den habe ich gebraucht. Oh! Ja, bitte! Das ist Explosivmuni für die, die nicht wissen, was das ist. Besser als nix. Ist ansonsten nix. Ich höre keine Schritte. So, von hier aus links jetzt wieder geradeaus durch, ne? Ich kann auch hier das Teil holen und dann einfach quer darüber. Nein, nix mit austricksen. Da ist schon mein Figürchen. Hab einen Skin damit gefunden.
Darunter will ich definitiv nicht. Stell mich mal eben kurz hier in die Ecke. Da hinten, wo es leuchtet ungefähr. Da unten wandert auch was. Und wie geht's euch, liebe Leute? Wollt ihr mir von euren Tag erzählen, damit ich hier ein bisschen munterer durch die Gänge streife? Wahrscheinlich funktioniert das Ding auch wieder nicht, oder? Billig darunter, da ist eine Armada! Ich will nicht darunter. Versuchen von hier oben aus aufzuräumen. Verdammt! Oh, I can smell that shit from here. Danke! So, nur noch der da, wenn ich es richtig sehe. Ne, da unter mir. Zum Glück können die nur aus einer Richtung kommen. Boah, wenn ich die Schrotflinte nicht hätte, ne? Ich höre so ganz leise, unheilvolle Musik. Ich respawn neben meiner Fresse. Ich würde gerne gucken, wo ich hin muss, aber das kann ich nicht, wenn die Matschen direkt neben mir sind. Sag mal, wie viele spawnen hier denn? Bin ich in dem Hauptquartier oder was? Was scheiß mal kurz eine Sekunde drauf. Ich versuche, ich bete einfach mal, dass sie hier in das Eck nicht reinkommen. Okay, einfach geradeaus durch. Das sind offenbar Gänge. Und da ist auch ein Safe House.
Ich glaube, die spawnen hier echt endlos. Nein! Ich krieg dich nicht getroffen! Ja, so sonderlich viel machen. Fängt ja gut an. Ich schwitze jetzt schon. So, schon mal vollkleistern. Ich bin nicht existent für euch. Sobald ich schieße, greifen sie mich an. Sag jetzt nicht, du kannst das aufheben. Ich sollte einfach an euch vorbeimarschieren können. Ich bin nicht da. Ich bin für euch nicht existent. Fast geschafft. Bitte halt, bis ich aus dem Rohr raus bin. Was wollt ihr von mir? Ich bin einer von euch. Ihr wollt mir nichts. So, hier sollte ich durch können. Angeblich. Hier kann ich nicht durch. Verdammt, ich muss einen weiter nach rechts offenbar. Keinen Stress mit euch. Ich bin einer von euch. Ich mache auch, wenn euch das glücklicher macht. Zum Glück sind die Hirn tot. Aber leider sind sie nicht taub. Ich weiß nicht, wie lange das anhält, was ich hier gerade drauf habe, ne? Im Normalfall schieße ich das weg, bevor es von sich aus weggeht. Ich glaube, anders käme man hier auch gar nicht durch. Ich warte, bis ich ums Eck bin. Oh, ich habe offenbar trotzdem was abbekommen. Okay. Wahrscheinlich einfach nur hier durch.
Oder auch nicht. Ist überhaupt Durchgang? Es war klar, dass es nicht so einfach wird. Und jetzt gleich vorne einfach links abbiegen. Und beten, dass die Armee nicht kommt, die da unten war. Das wird doch jetzt kacke. Ich muss nämlich noch mal durch diese Armee. Great. Now that you have it, try to get to the passage to the east zone. Chop chop. Denke ich mir. Wenigstens kriege ich Double Pump Gun Action. Das werde ich auch brauchen. Oh yeah. Da steht einer direkt an der Tür. Einmal über die ganze Map. Mehr oder weniger einmal über die ganze Map. Wenn ich gleich rauskomme, darf ich einmal nach rechts gehen und dort erwartet mich die Hölle. Irgendwie funktioniert das so rum besser. Ja, ich muss denselben Weg jetzt wieder zurück und mich durch die Armada prügeln. Kommt nur her. Ich bin bewaffnet. Mit zwei Schrotflinten und dem Kothaufen, der sich in meine Hose gesetzt hat bei der Armada gerade eben. Ach, jetzt ist hier keine Armee mehr, oder was? Zwei Schrotflinten ist irgendwie nicht so geil. Weil ich muss ja nach jedem Schuss nachladen. Ich sollte einfach geradeaus durch.
Ja, die eine Schrotflinte hat sich gerade eh weggebackt. Ja, genau, da hinten ist was gewesen. Nicht hier. Ach, hier kann ich gar nicht durch. Wahrscheinlich muss ich da. Wo komme ich denn hier durch? Muss ich wieder nach. Ich muss, glaube ich, wieder nach oben. Ha! Leckt mich! Der Typ hat mich einfach hier unten in eine Todesfalle gelockt. Ich wusste, ich will hier nicht runter. Ich wusste es. Denk mal, ich darf jetzt denselben Weg zurück, den ich vorher gegangen bin. Heißt, ich gehe jetzt hier direkt rein und wandere einfach geradeaus durch. Da unten will man echt nur einmal hin. Eigentlich gar nicht. Es war so klar, dass da blockiert sein würde. Ja, einfach durch. Wie viel Schrotflintenmuni habe ich denn noch? 40 sollte reichen eigentlich für den Weg. Zur Not habe ich noch einen Knippel. Einfach geradeaus durch. So, lass mich hier bitte zumachen. Lass mich dicht machen. Silencer brauche ich nicht so wirklich. Heilung ist besser. Oh, nochmal ein gratis Knüppel. Warte mal, tausche ich die beiden aus, die ich gerade habe. Die sind ja schon ein bisschen angenutzt. So, hier kann ich hinter mir zumachen wenigstens. So. Jetzt kann ich noch mal genau auf die Karte gucken, wo ich hin muss. Also. Im Prinzip, ich glaube, ich da, wo ich hergekommen bin. Da hinten gleich rein. Das sehe ich ja.
Wo ich glaube, der Weg ist kürzer. Ich glaube, der Weg hier oben ist wesentlich kürzer. Aber ich muss bisher sagen, ne, die Abwasserkanäle, die sind auf jeden Fall richtig anstrengend. Zumindest alleine. Wäre ich mit einem Kumpel hier, also mit Sunny, dann sähe die Sache wahrscheinlich komplett anders aus. Gucken wir mal von hier oben aus den Weg. Da kann ich vom Prinzip her. Ist da eine Verbindung? Oder sieht das nur so aus? Das sieht nur von Weitem so aus. Vergiss, was ich gesagt habe. Darum ist wahrscheinlich sogar noch länger, weil da kein Übergang ist. Also wir gehen hier unten gleich rechts. Können vom Prinzip her aus durchwandern. Ich würde am liebsten da einmal vorbeischauen, weil ich weiß, da war diese Mega-Wumme. Die wirklich alles one-hittet, egal wo ich treffe. Ja, einfach straight up durch. Bis ich das erste Safehouse sehe. Und dann vom Safehouse aus der Richtung rechts abbiegen. Ich meine, hier war die dicke Wumme. Ja, hier ist die dicke. Die nehme ich gerne wieder mal mit. So, die letzte Munition kann ich ja verballern. Ich meine, die fressen nicht dieselbe Munition, oder? Doch, die fressen dieselbe Munition. Dann lasse ich die andere Shotgun hier. Weil die ist wesentlich besser. Obwohl, ich kann die ja noch leer schießen, ne? Aber jetzt habe ich die gute. Und hier ist auch noch ein Katana. Mein Knüppel hat auch vorne aufgepasst. Jetzt muss ich aber einmal kurz nochmal auf die Karte gucken. Und vom Prinzip her wieder, straight up durch gleich. Vielleicht einmal da das Safe House mitnehmen. Jetzt können die mich am Arsch lecken. Auch wenn ich die hier erstmal leer schieß, die linke. Und zwar an dir. Tschüss.
liebe diese Wumme. Man muss halt nicht mal genau treffen. Dafür ist die aber auch so mega selten. Ich lasse die Türen ab sofort offen. So, jetzt war ja wie gesagt Strike Up durch, ne? Vielleicht einmal links abbiegen. Und dann Strike Up durch. Hier vorne dann auch irgendwo links. Oh, meine rechte Hand verkrampft gerade ein bisschen. Also ich bin auch ein Genius, ich könnte auch einfach lesen. Ich habe ja extra eine Beschilderung, die mir sagt East Exit. Da vorne gleich links. Natürlich versuche ich mir auch meine Munition aufzusparen, ne? Ich habe nicht unendlich. Wie, ich passe da nicht durch. Kann ich hier drumherum? Ich will dahin. Nee, ich kann hier nicht drumherum. Das heißt, ich muss einen weiter links abbiegen. Ich krieg die Hülse nicht richtig getroffen. Ich bin gleich eh in einem Safe House. Da.
Da ist die Tür, durch die ich durch will. Wenn du schon so nett stehen bleibst. Das klingt schon gut. Kapitel heißt einfach Deep. Schade, ich habe jetzt meine dicke, fette Wumme nicht mehr. Kann ich die bitte mal irgendwann standardmäßig kriegen? Die Ultra-Wumme. Ich will nur gucken, was wir hier kriegen. Ich habe nicht vor, jetzt noch ein weiteres Kapitel zu machen. Ich habe jetzt schon eine Stunde für das gebraucht. Meine Gebete wurden erhört. Ich kriege die hier standardmäßig in dem Kapitel. Die Ultra-Wumme. Können uns jetzt zumindest mal angucken, wo was hier ist. Ihr seht genauso viel wie ich, ne? Seht da oben irgendwo? Ich würde gerne mehr von der Karte sehen. Ich weiß, es ist ein kurzes Thema, aber ja, es ist anstrengend und vor allen Dingen bei der Wärme zurzeit. Deswegen belasse ich es bei dem einen Kapitel heute. Würde jetzt nichts weitermachen. Wir können uns auf jeden Fall freuen. Die nehme ich standardmäßig mit, aber heb sie mir auf. Die werde ich mir dann. Kann ich die überhaupt an die Brust hängen? Ja, kann ich. Das wird dann die Waffe sein, die ich mir aufhebe für den Notfall. Und habe ich hauptsächlich sonst noch die? Mit der würde ich dann normal rumrennen. Für die habe ich ja dann auch haufenweise Munition. Und das sollte ja dann funktionieren. Das hier ist meine absolute Lieblingsknarre, einfach weil die fast alles one-hittet. Nur die Special Zombies leben halt ein bisschen länger. Na gut, Leute. Wie gesagt, für heute war es das. Ich weiß, wie gesagt, kurz. Aber ich bräuchte für das nächste Kapitel wahrscheinlich auch nochmal eine halbe bis ganze Stunde. Deswegen belasse ich es mal bei dem einen Kapitel. Wie gesagt, es ist warm. Ich schwitze jetzt schon wie ein Schwein. Und es ist anstrengend bei der Hitze mit VR. Ich hoffe, man hat da Verständnis. Ich verabschiede mich auf jeden Fall von YouTube als erstes. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like beim YouTube-Video da. Lasst ein Follow beim Twitch-Kanal eventuell da. Ist in der Videobeschreibung verlinkt. Genauso ist es auch umgekehrt in der Twitch-Beschreibung verlinkt. Der YouTube-Kanal. Und wie gesagt, von YouTube verabschiede ich mich als erstes. Das Schöne bei dem Spiel ist, ich kann euch in die Kamera winken. Also YouTube, ciao und bis zum nächsten Mal.